Hallo und herzlich willkommen bei Pizza Cut. Schön, dass ihr einschaltet und ich hoffe, ihr habt es euch zu Hause gemütlich gemacht mit einer Pizza im Ofen oder einem Slice auf der Hand. Bei uns wird es heute wieder spannend und wir haben zwei ganz wunderbare Gäste, nämlich Talina, 26, sie wäre gern ein bisschen jünger. Und wir haben Julian, erfolgloser Schauspieler und Bildrequisite. Ihr zwei, wie geht's der Familie, wie geht's euch? Ja, eigentlich. Naja, ist ja auch nicht so wichtig. Wir haben. Oh, da kommt auch schon Mamma Mia Pizza Pizzeria. Was freue ich mich? Vielen Dank. Denn bei Pizza Cut ist der Hinweis, um welches Genre es in unserer Sendung geht, heute in einem Pizzakarton versteckt. Danke. Einer von euch hat diesen Hinweis. Ja, ich bin es nicht. Ah. Julian, was hast du in der Pizza? Salat. Es geht um Salatfilme. Nein. Nein. Also, ich habe hier einen ganz kleinen Mann. Und ich glaube, es ist eine Actionfigur. Actionfilme. Magst du kleine Männer? Ja, nicht schlecht, ne? Okay. Also es geht um Actionfilme, das ist ganz richtig. Und Actionfilme ist unser Thema in der Sendung. Julian, hast du zuletzt mal einen Actionfilm gesehen? Ja, ganz viele Quentin Tarantino-Filme. Drive, Lego Batman 2. Also die harten Streifen. Und dann merke ich, du bist bestens vorbereitet für unser Spiel Guess the Mess. Guess the Mess. Und in diesem Spiel spielt dieser Buzzer eine große Rolle. Ich gebe ihn dir gerne mal. Danke sehr. Denn unsere Zuschauerinnen und Zuschauer haben uns ein paar Einspieler geschickt mit Hinweisen auf Actionfilme. Und wir werden euch diesen Einspieler zeigen. Und wer zuerst buzzert und den Film errät, bekommt einen Punkt und am Ende möglicherweise einen attraktiven Preis. Alles verstanden? Ja. Wunderbar. Dann schauen wir uns den ersten Einspieler an. Oh. Cars. Cars, na, ist nicht ganz richtig. Cars 2. Auch nicht, da brennt ein Haus. Fast and the Furious? Fast and the Furious, absolut. Das ist der Film und das wissen die wenigsten. Paul Walker, der ist ja leider vor ein paar Jahren tödlich verunglückt und der wurde tatsächlich in der CGI durch seinen Bruder ersetzt. Ein Fact am Rand. Und wir haben noch einen weiteren Beitrag unserer Zuschauer. Bitteschön. Du hättest auf den Kopf zielen sollen. Infinity War. Infinity War, absolut. Der fünft erfolgreichste Film aller Zeiten. Der zweit erfolgreichste war Endgame. Und jetzt gibt es noch einen Bonuspunkt, wenn mir einer von euch verrät, was war der erfolgreichste Film aller Zeiten? Einspielergebnis im Verhältnis zum Budget. Die ganze Zeit am Buzzern, oder? Ja, ja. Bin ich gespannt auf die Antwort. The Hustle. The Hustle ist falsch. Nein, das war nicht. Die Antwort war falsch. Bitte, Talina. Avatar. Avatar, das ist die richtige Antwort. Dafür gibt es einen Punkt. Es steht 2-1 für Julian. Und wir haben noch einen weiteren Film oder einen Einspieler mit einem Hinweis zu einem Film. Bitte schön. John Wick. John Wick ist absolut richtig. Und das Tolle an John Wick sind ja die aufwendig choreografierten Kampfszenen. Du als Schauspieler, hast du schon mal Kampfszenen selber choreografiert und gespielt? Ja, habe ich gemacht. Sah alles immer kacke aus. Okay, also hat stattgefunden, aber war nicht überzeugend. Wie das überzeugend geht, zeigen wir hier. So, meine Damen und Herren, wir zeigen euch heute, wie man eine Kampfszene mit nur 3 Schritten trägt. Fangen wir an mit der Nummer 1, der Choreografie. Die Choreografie ist wichtig, weil es halt der vorher festgelegte Bewegungsablauf ist. Man kann es vergleichen mit einer Art Patterns. Die beiden Partner achten jeweils auf die Aktion und Reaktion des jeweils anderen. Bei der Aktion ist es halt ganz wichtig, dass jeder weiß, was er ausfüllt und jeder seine Bewegung natürlich gut einstudiert hat. Das heißt, unsere Schauspieler, die Choreo ausführen, die müssen ihre Schläge ganz übertrieben darstellen. Es ist wichtig, dass die Leute auch auf die Bewegungen reagieren, damit Emotionen rüberkommen in eurer Kampfszene. Kommen wir nun zu Part 2, den Kameraeinstellungen oder der Kameraperspektive. Ja, wichtig bei Kameraeinstellungen ist es eigentlich, dass man sehr viele unterschiedliche Perspektiven wählt. Da gefakte Schläge halt aus sehr vielen Perspektiven auch aussehen wie gefakte Schläge, ist es ganz oft gut, wenn man während der Schläge die Perspektive wechselt. Deswegen ist die 180-Grad-Regel auch gar nicht so wichtig, da man halt nicht immer unbedingt sehen muss, wer gerade die Oberhand hat und es muss nicht alles sehr flüssig sein, lass es ruhig mal ruppeln und dann, ja. So, kommen wir jetzt zum dritten Teil, dem Sound, denn zu jedem guten Film gehört auch guter Ton. Ja, und ihr solltet euch mal wieder im Vorfeld überlegen, welchen Ton brauche ich denn? Ja, bei einer Kampfszene braucht man vor allem die Kampfgeräusche, das heißt wie Schläge, Schritte, vielleicht das Rascheln von Klamotten, das Stöhnen.
der Schauspieler, wenn sie einen Schlag abbekommen oder selbst einen Schlag austeilen. Man kann vieles davon nochmal nachträglich am besten im Studio aufnehmen. So, und jetzt zeigen wir euch natürlich noch den fertigen Film. Sehr spannend, oder? Ja. Nicht schlecht. Habe ich was gelernt. Jetzt weißt du, wie es geht. Und wenn deine nächsten Kampfszenen erfolgreich sind, reichst du die bei uns ein und dann kommen sie zu Guess the Mess für einen der nächsten Filme. Ja. Sehr gut. Was war für dich neu? Ich wusste nicht, dass man den Ton erst nachträglich drauflegt. Ja. Ziemlich interessant. Ja. In der Tat, sehr spannend. Jetzt haben wir ein paar tolle Tricks erfahren. Seid ihr bereit für unser nächstes Spiel? Immer her damit. Wunderbar. Dann spielen wir Out of the Box. What's inside this box? It is out of the box. Dann bringe man mir die Pizzeria Pizza Pizza pronto pronto. Jawohl, vielen lieben Dank. Sehr gut, denn wir haben hier in dieser Box drei Gegenstände und ihr dürft sie mal herausziehen, nach und nach mit geschlossenen Augen und erraten, was der Gegenstand denn mit Actionfilmen zu tun hat. Ui. Ein Sellerie. Das ist Sellerie. Und keine Ahnung. Sounddesign für Knochenbrüche. Sounddesign für Knochenbrüche, Hardcore, sie macht die Arbeit, er hat die Idee und genau so ist es auch. Sounddesign für Knochenbrüche, wir gucken uns das an. So funktioniert es. Wir haben den Sellerie aus der Box geholt und müssen ihn kühlen. Und derjenige, der diese Geräusche produziert, den nennt man Foley Artist. Und dann können wir den Sellerie erst über diese Kampfszene drüberlegen in der Nachbearbeitung. Und das klingt dann so. Fieses Geräusch. Sehr fieses Geräusch. Mach mal weiter. Mach mal weiter, wir haben noch einen zweiten Gegenstand. Eine Silikonform mit einer Flasche. Riecht nach Zucker. Zuckerglas. Zuckerglas, ganz genau, und das funktioniert so. Statt mit echten Glasflaschen wird mit Zuckerflaschen sich geprügelt, bei Barschlägereien zum Beispiel. Dazu füllt man eine Silikonmasse in eine große Flasche, um eine Negativform zunächst mal herzustellen, indem man eine kleine Flasche in diese große, in die Form steckt. Und wenn dann das getrocknet ist, kann man aus dem Silikon die Flasche herauslösen, rührt dann eine Glukosemasse an mit Zucker, mit Zitronensäure, mit Wasser und natürlich mit dem entsprechenden Farbstoff, um der Flasche ein realistisches Aussehen zu geben. Und das füllt man in diese Form hinein, dreht es so, dass es gleichmäßig verteilt ist. Und wenn das getrocknet ist und eine Weile im Kühlfach ausgehärtet ist, dann kann man es aus der Form herauslösen und gefahrlos jemandem über den Schädel ziehen. Sieht gut aus, tut aber gar nicht weh. Und einen dritten Gegenstand haben wir noch. Den hole ich mal schnell raus. Momentan ist, glaube ich, Gleichstand zwischen das euch beiden. Ist ein Helikopter. Ein Helikopter? Oh, da geht eine Führung. Genau. Ich sag jetzt einfach mal, dass es als Modell für Szenen ist, wenn man was sich nicht leisten kann, zum Beispiel ein Helikopter. Absolut. Ein Helikoptermodell, wir schauen uns das an, wird eingesetzt, wenn man aus Budgetgründen auf einen echten Helikopter verzichtet. Wichtig ist, dass man mit der Kamera ganz nah an den Helikopter dran geht, um eine entsprechende Größe zu bekommen. Und filmt dann den Hintergrund, den Untergrund, das Clean Plate sozusagen, separat auch die Schatten als Referenzaufnahmen. Das wird gemeinsam dann zusammengesetzt in der Nachbearbeitung im Composite-Sighting und dann zusammengefügt mit Special Effects. Und am Ende des Tages sieht es so aus, als wäre der Helikopter gelandet. Und unsere Erklärfilme könnt ihr auch in unserem YouTube-Kanal entsprechend anschauen. Da steht, wie es geht. Und wenn wir auf den Punktestand schauen, lieber Julian, knapp in Führung. Ha! Da gibt's Applaus und wir haben auch einen Preis für dich. Danke. Den bekommen wir. Oh, das ist eine faire Geste. Wir haben einen 50-Euro-Gutschein für Pizza Cut. Vielen, vielen Dank. Einzulösen in allen Akzeptanzstellen. Kommst du mit? Kommst du auch mit? Ja, wir gehen zu dritt Pizza essen, davor noch ins Kino. Ja. Also ganz herzlichen Glückwunsch. Und wenn es euch gefallen hat, dann schaltet gerne wieder nächste Woche ein, wenn es heißt Guess the Mess. Und schickt uns bitte auch eure Nachspieler oder eure Einspieler nachgestellten Szenen unter dem Hashtag Guess the Mess. Das Thema nächste Woche ist Horror. Ooh. Ja, und bis dahin, stay hungry. Gut, gehen wir. Vielen Dank. Pizza essen, sehr schön. Ja. Hat Spaß gemacht. Ja.
Dann